Hallo, heute machen wir einen Kindheitssalat von mir und zwar gibt es heute einen Reissalat. Also, dieser Salat, den hat meine Mami immer gemacht und ich glaube auch aus dem Grund, weil der so einfach ist und ich habe nicht genug von dem bekommen können. Der ist easy, super schnell gemacht und so unfassbar gut. Und ich sag euch jetzt mal, was ich dafür brauche. Reis, den habe ich schon vorgekocht gehabt. Ich habe gestern, was habe ich gestern gemacht? Ach, gestern habe ich so eine geschmorte Aubergine gemacht mit Reis und habe mehr gemacht. Mache ich immer bei Reis. Vor allem jetzt im Sommer, kalter Reis, köstlich für solche Salate. Dann habe ich Schinken, ich habe Tomaten, Gurke, Zwiebeln. Ihr könnt rote Zwiebeln nehmen, ihr könnt weiße Zwiebeln nehmen oder Frühlingszwiebeln, wie ich hier. Und dann habe ich noch ein bisschen Basilikum dazu. Ihr könnt da auch sehr gut Petersilie reingeben. Und dann machen wir noch eine Vinaigrette. Die habe ich schon so oft gemacht, aber die muss leider da drinnen sein. Und diesmal machen wir es ein bisschen anders mit Zitrone anstelle von Essig, den ich hier irgendwie auch schon rausgetan habe. Nein, wir nehmen Zitrone heute. Dijon-Senf, ganz wichtig, der scharfe Dijon-Senf, nicht Estragon oder irgendwas, wo Zucker drinnen ist, weil dann schmeckt es einfach anders. Salz und Olivenöl. Hier. Und das war's, mehr brauchen wir nicht. Also anfangen tue ich, indem ich erstmal die Vinaigrette mache. Die mache ich hier in einer großen Schüssel, weil dann haue ich nachher einfach alles rein, dann wird es zusammengemengt und dann richten wir das schön auf einem Teller an. Also zuallererst Senf, nicht zu wenig, dann kommt Zitrone dazu und Salz und dann mixe ich das einmal. Und währenddessen kommt jetzt das Olivenöl da dazu. So, schaut, so soll das ausschauen. Jetzt kann ich da eigentlich schon den Reis dazugeben. Dann haben wir mehr Platz hier auf dem Tisch. Und jetzt schnippel ich einfach alles. Ich habe den Schinken aus der Verpackung genommen, damit es natürlich schön ausschaut. Aber ich lasse den genau so, weil dann können wir am besten jetzt so streifen und dann mehr oder weniger Würfel draus schneiden. Der kommt da dazu. Jetzt nehme ich mir die Gurke und schneide die auch in kleine Würfel. Und hier, ich nehme ja oft das Gehäuse von der Gurke raus, aber hier finde ich das gar nicht so schlecht. Das gibt auch noch mal ein bisschen mehr Flüssigkeit und das passt, finde ich, sehr gut zum Reis. Ihr werdet sehen, der Reis nimmt schon sehr viel von der Soße auf. Dann schneide ich einmal die Frühlingszwiebel klein. Kommen auch dazu die Tomaten. Zack. Und jetzt noch ein paar Blätter von dem Basilikum. Das tue ich einmal klatschen. Dann kommen die Aromen besser raus und ich zupfe das jetzt einmal hier drüber. Und jetzt wird das schon einmal gut durchgerührt. Und einmal abschmecken. Ah, Pfeffer fehlt vielleicht noch. So, und jetzt richte ich das auf einem Teller an. Und da mache ich wie immer, ich habe mir ein paar Tomaten übrig gelassen. Die schneide ich so auf, nicht da längs nach, sondern halt so, wie ihr das jetzt seht. Und dann stecke ich da noch ein paar rein und ein paar von den Büscheln von dem Basilikum. Und fertig ist dieser super einfache und schnelle sommerliche Salat. So, also, hier ist er, der Salat. Riecht schon so gut. Das ist auch perfekt für eine Grillparty, Gartenparty, wenn ihr was zum Mitnehmen wollt. Das könnt ihr easy mitnehmen. Picknick auch, mit in die Schule könnt ihr das nehmen, zur Uni, zur Arbeit oder auch zu Hause essen. Und ich probiere das jetzt mal für euch. Ich bin da wieder ein kleines Kind, nein, aber ohne Witz. Das war eins meiner Lieblingsgerichte von meiner Mami. Also danke sehr, Mami. Und macht es unbedingt nach. Wie immer packe ich euch alles unten in die Infobox. Folgt mir auf Instagram.
Ihr könnt mich auch immer alle Fragen stellen, entweder hier unten in die Kommentare oder auf Instagram Direct Messages. Da sehe ich die immer. Und ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken bei euch für dieses ganze Engagement, dass ihr so viel mir schreibt und Fotos schickt. Vor allem eben, wenn ihr Rezepte nachmacht und mir dann die Fotos schickt. Das freut mich so wahnsinnig. Das ist irgendwie das Coolste, zu wissen, dass ihr zu Hause wirklich meine Rezepte nachmacht. Das finde ich irgendwie manchmal abgefahren. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und tschüss! Schönen Sommer!